Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum vorletzten Part von Wii Sports Resort. Wir spielen heute Luftsport und anscheinend gibt es hier drei verschiedene Sportarten in Luftsport selbst. Und wir werden nächstes Mal diesen Rundflug da machen, denn in diesem Rundflug kann man anscheinend ja einiges machen. Wir werden im nächsten Part, der nächste Part wird am Donnerstag kommen, das wird ein Livestream sein. Und da werden wir dann gemeinsam hier diesen Rundflug machen, den Luftsport alles machen, was es noch so gibt. Und wenn ihr noch auf irgendwas anderes Bock habt von den anderen Sportarten, dann können wir auch das spielen. Okay, wir müssen uns an die anderen anschließen. Das dürfte relativ easy sein. Und ein netter Lag, alles klar. Hey, na, was geht? Nice. Gegriffen. Ach so, wait. Yeah. Da vorne sind welche. Komm schon. Bros. Da oben. Hey, nee. Komm her. Ja, sehr gut. Na, was geht? Hey, Bro. Weehoo. Dreifach gegriffen, vierfach gegriffen. Jawohl, Alter. Yeehoo. Alter, was war das denn für eine geile Scheiße? Yo, Alter. Das ist ein geiles Foto gewesen, Alter. Okay, nur noch 50 Meter. Oh, no. Und das war's. Schade. Sammeln. Wie sammeln? Was soll das heißen, sammeln? Oh, lol. Lol. Okay, let's go, Alter. Jetzt schließen wir uns. Die sollen sich alle an uns anschließen hier. Wir sind die richtig geilen Guys. Jawohl, Alter. Hey, na, Freundchens, was geht? Weehoo! Okay, ich habe es ein bisschen verkackt am Anfang leider. Ich habe nicht immer in die Kamera geschaut. Und ich glaube, man muss in die Kamera schauen. Wii Sports Resort. Leute, wir fangen jetzt mit dem Let's Play an. wir sollten uns die Fotos ansehen. Ja, natürlich. Ja, es zählen nur die, wo in die Kamera gelächelt wird, leider. Das habe ich leider ein bisschen vercheckt. Ich dachte, es zählt einfach nur, dass man so viele Leute auf einmal grabbt, wie es nur geht. Aber trotzdem, durch Zufall bin ich eigentlich ganz gut gewesen, würde ich sagen. Wir checken jetzt auch noch ganz schnell die anderen Luftsportarten hier aus. Zum Beispiel den Rundflug. Das ist ja, glaube ich, das, was ihr meintet. Hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass das eventuell besser für Livestreams geeignet wäre. Schauen wir uns mal an, was es hier so alles zu tun gibt. Okay, dann würde ich sagen, geben wir mal Gas. 5 Minuten haben wir Zeit. Okay, die Wii-Fernbedienung. Yo, okay, so kann man Gas geben. Lol, okay. Was kann man jetzt bei diesem Inselrundflug machen? Das I zeigt Sehenswürdigkeiten. Ah, okay. Na dann würde ich sagen, Leute, gucken wir uns mal ein paar von diesen wunderbaren Sehenswürdigkeiten an. Oh, da ist ein I. Stelle Uhrturm, seit sie stehen geblieben ist, liest hier keiner mehr die Uhrzeit ab. Na wunderbar. Hier ist die Schwertkampfarena, denke ich jetzt einfach mal. So, let's go. Eine Arena über dem Wasser, in der Schwertkampfduelle stattfinden. Das denke ich mir. Hier haben wir Kapte guten Aussicht, Ausblick auf Leuchtturm, Wedge Island, blauen Himmel und Ozean. Riesenkerze, Leuchtturm, der viel größer gebaut wurde als anfangs geplant. Ah lol, warte, was? Ich kann hier schießen? Hier wird der Strom für die ganze Insel erzeugt. Als ob man sogar die Dinge aufprallen sieht. Lol. Okay, crazy. Man kennt das Ganze ja auch aus Mario Kart 7. In Mario Kart 7 war das ja hier eine Strecke. Burg am See, schwer zu erreichen, bietet die Burg eine fantastische Aussicht. Können wir in den Vulkan reinfliegen? Mount Tenganamanga. Die Lava ist diesem Vulkan, schlägt das Ganze ja Blasen vor Hitze. So, warte mal. Ich würde gerne mal probieren, ob ich in diesen Vulkan rein kann. Let's try it, guys. Woo! Yay! Oh, Mann. Schade. Aber ich würde es gerne nochmal probieren. Wow, wow, wow. Zieh hoch. Ja. Sehr gut. Jawohl. Asche, Megalithen, irgendwas. Okay, ich glaube, das ist nicht der gewollte Weg. Tosender Wasserfall. 7 Tonnen Wasser pro Sekunde stürzen hier aus 110 Metern Höhe herab. Bergsee. Ein glasklarer Bergsee, der bei Kanuten sehr beliebt ist.
Sagt man da wirklich Kanuten? Alter, ist da ein Wal? Yo! Tigger, was? Hey, da gibt's auch einen Infopunkt. Walbeobachtung. Wale sieht man oft in der Nähe der Insel, vor allem von hier. Als ob? Okay. Yo, Alter, was ist denn hier hinten drin? Oh, komm schon, nicht abschürzen. Eingang zur Meereshöhle. Nein! Verdammt! Ich wollte in die Meereshöhle. Nein, 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 nein! Ach lol, die Infopunkte muss man durchfliegen. Oh lol, 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 lol. Nice. Leute, wir sind in der Unterwasserhöhle mit dem Flugzeug, Alter. Wie geil ist das denn? Oh komm schon, sammel noch ein. Hat es noch gezählt? Ich weiß es nicht, ob es noch gezählt hat. Wenn, dann müssen wir jetzt zwei haben. Ach, das hat jetzt ernsthaft nicht gezählt. Oh man. Aber. Ach was. Es gibt hier. Holy shit, Alter. Es gibt hier 80 von diesen Infopunkten und dann noch irgendwas Spezielles. Crazy. Dann gucken wir uns auch noch den Luftkampf an. Müssen wir da jetzt gegen irgendwie ein anderes Flugzeug antreten? Ach nee, was? Das ist wieder nur für zwei Spieler. Oh, schade. Da hätte man sicher mit diesem Schießen was machen können. Ah, das wäre doch sicher geil gewesen. Lächeln. Wunderbar. Wir haben alle erwischt. Und während im Flug war ich dieses Mal auch besser. Gucken wir mal, wie es jetzt hier aussieht. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, sehr gut. 94 wunderbare Punkte. Das ist eindeutig besser als davor. Wunderbar, Leute. Hier haben wir ein kleines Schiff, der Albatros Express. Fahrdienst der Wedge Island mit Woohoo Island verbindet. Also vom Namen her gehe ich davon aus, dass Wedge Island das ist, wo man Golf spielt. Oh, gucken wir mal, da ist Feuerwerkszone 1, eine von zwei Abschussrampen. Vorsicht bei Nachtflügen. Oh, warte mal, das schreit doch nach einem Nachtflug. Einfach so ein I mitten auf dem Meer. Was hat denn hier ein I mitten auf dem Meer zu suchen? Gucken wir mal. Ach lol, das ist ein kleines Segelboot oder was? Profikanute nach Wedge Island und zurück. Nichts leichter als das. Was? Ja, Wedge Island ist, glaube ich, tatsächlich diese Insel, wo drauf Golf gespielt wird. Geile Sache. Und da stehen sogar Mies unten auf dem Golfplatz. Wie geil ist das denn? Hä, es ist voll gut gemacht eigentlich. Guckt euch das an. Hier stehen wirklich Mies rum. Golfareal A. Keine Angst vor dem Teich. Schwing deinen Schläger. Golfareal B. Denk nicht an eine Landung im Rough. Spiel einfach deinen Ball. Oh, was haben wir denn da? Krabbenfelsen. Die ungewöhnliche Felsformation ist bei Kletterern sehr beliebt. Ist das so? Okay. Ich weiß ja nicht, ob ich da klettern wollen würde. Hotel Loch 19 bietet ein Café für den kleinen Imbiss nach dem Golfspiel. Und Areal C, auch wenn es schwerfällt, bleib auf diesem Platz ganz gelassen. Ich glaube, wir haben alle Infopunkte auf dieser Insel hier. Ich bin mir nicht sicher, hundertprozentig, aber ich glaube. So, hier nochmal ein Angelplatz. Wer hierher kommt, will die großen Fische fangen. Alles klar. Und das war's auch mit diesem Rundflug. Ich glaube, wir waren relativ erfolgreich dieses Mal. Ich meine, ich habe halt nur nicht gewusst, dass man, ja, die Sachen auch einsammeln muss. Ich dachte, das ist wirklich nur so ein Rundflug. Aber nee. Ja, tatsächlich gibt es hier was zu tun. So, kriegt man hier jetzt... Du kannst jetzt die Ballonjagd spielen. Was? Wie geil ist das denn? Junge, wo kann ich das spielen? Du kannst jetzt auf Ballonjagd gehen. Drücke A, um mit der Ballonkanone auf die Ballons zu schießen. Große Ballons bringst du zum Platz, an dem du gegen sie fliegst. Wir fangen an. Alles klar. Hey, yo, wie geil ist ein Luftsport? Jetzt weiß ich, was ihr gemeint habt. Hä, ist ja mal voll geil. Jetzt kann ich hier die einzelnen Ballons zerstören. Ja, Tatsache. Hä, ist ja voll geil. Die Queen Beach. Dieses extravagante Kreuzfahrtschiff bietet Luxus pur und da vorne ein Ballon. Der Yachthafen, die Woohoo Islands, sind ein Ziel für Wassersportfans aus aller Welt. Red Gate Brücke, Wahrzeichen der Insel. Das rote Brücke sticht gleich ins Auge. Wer bist du? Miguels Geleitflugzeug. Ich bin Miguel und zeig dir ein paar Infos. Mehr aber auch nicht. Hey, Digga, ich will dich erstmal selber einsammeln. Digga. Hey, da sind auch welche. Schneeweißer Strand, der riesige weiße Strand hebt sich vom blauen Meer ab.
Früher sahen diese Felsen mehr nach einem Kamel aus. Kamelfelsen. Ja, weißt du, über die Zeit verformt sich sowas halt. Oh shit, Leute. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, geil, Alter. Feuerwerkszone 2, eine von zwei Abschussrampen. Vorsicht bei den Nachtflügen. Alles klar, dann haben wir auch die zweite Feuerwerksrampe hier gefunden. Auch hier am Wasser haben wir noch was. Wakeboard-Anfängerzone über die elegantesten und gewagtesten Sprünge. Die Whale Shark, Sonne, See und Sport. Wii Sport Resort. Hotel Marina Dream, Spitzenhotel akzeptiert. Leider keine Essensgutscheine. Na, wie schade. Tennisplätze, leider wurden alle Tennisbälle auf, der Insel gestohlen. Bitte was? Boah, yo, Alter, wie einfach jede Person hier so einen scheiß Ballon trägt. Joggerplatz. Auf diesem Platz versammeln sich jeden Tag die Jogger. Hier nochmal die Schwertarena. Die Bowlingarena. Das erste Spiel ist gratis. Wirf ein paar Kugeln auf die Pins. Und das nehmen wir auch noch mit dem Basketballplatz. Hier finden den ganzen Tag lang spannende Partien statt. Und das war's für dieses Mal. Alles klar, wir haben ziemlich viele dieses Mal bekommen. 15 Stück nämlich. Und ganze 112 Ballone. Oder Ballons, whatever. Richtig gut. Und wir haben auf jeden Fall schön hier weitergemacht. Wir bekommen auf jeden Fall was Neues. Du kannst jetzt den Flug am Abend spielen. Ah, okay, das haben wir als freigeschalten. Und wir bekommen hier noch 6 weitere Sachen, die wir freischalten können. Also da freue ich mich schon drauf. Da kümmern wir uns dann noch definitiv im Livestream drum. Nächstes Mal, da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Das macht voll Fun, da hattet ihr recht. Das muss ich in Livestreams machen. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ja, am Donnerstag werden wir am Abend dann gemeinsam in Wii Sports Resort hier im Luftsport die Insel gemeinsam erkunden und schauen, was wir so alles finden hier auf der Insel. Vielleicht finden wir sogar alle 80 Erkundungspunkte. Das wäre natürlich richtig nice. Aber ja, das werden wir dann sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, damit ihr den Livestream nicht verpasst. Auch gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.